So, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Wir kommentieren eure Kommentare-Show. Heute habe ich hier mal hinten dran ein ganz kleines Müh einer Nebulus-Folge rangeschnitten, damit wir auch hier die 15 Minuten voll bekommen und ein bisschen quatschen können. Da könnt ihr mal reinschauen nachher. Das ist von der Aufnahme, die habe ich jetzt gemacht vor Sonntag. Letzte Woche Sonntag sozusagen, wenn das heute kommt, am Sonntag raus, heute ist ja Sonntag, also heißt das, vor einer Woche habe ich diese Aufnahme kurz gemacht und leider war da wieder von euch nur ein einziger dabei. Schade, dass es immer nicht so klappt mit dem bei Twitter. Diesmal hat sogar Schocks nicht mitgespielt, selbst er liest ja bei Twitter immer relativ viel von mir und hat es aber trotzdem dieses Mal nicht in die Aufnahme geschafft. Was soll's, irgendwann klappt's auch mit dem Ilhan Elo mal. Ja, so, wir sind jetzt hier bei, wir haben also das, den, ich sage es einfach mal, den Trollbeitrag. Wenn ich dir Unrecht getan habe damit, lieber Oliver G., Punkt, dann tut mir das leid, aber muss mit ehrlich sagen, wenn man sich so auf, wenn man zum Beispiel sowas liest wie viel Erfolg mit den Sachen, die du hochlädst, für die Leute, die niemand guckt. Das Interessante ist eben daran, erstens hat Oliver selbst einen Android-Menschen als Bild. Das heißt, das klang für mich immer so wie ein Spaß. Aber andererseits dachte ich immer, vielleicht doch nicht. Eigentlich muss es ein Spaß gewesen sein, denn alleine schon, wenn ich sehe, was soll's, über Größe und Reichweite und Klickzahlen will ich gar nicht reden hier. Wie gesagt, ich hatte es in der letzten Folge echt sehr breit erklärt. Und ich denke, ihr wisst das, es wird, wenn ihr möchtet weiter so unterstützen wie bisher, wird es dieses Jahr noch das erste Mal Geld von YouTube geben. Und das ist immerhin, das ist eine Mega-Leistung. Die habe ich echt euch zu verdanken. Und da braucht mir keiner was erzählen von, das guckt alles keiner. Denn wenn das so wäre, was reden wir gar nicht drüber. Das lässt du einfach alles total kalt. Wir sind nämlich überhaupt gar nicht hier. Na, so. Nächster Kommentar war immer noch vor einem Monat. Ich komme nicht näher ran, es tut mir so leid. Minecraft Sky Factory, da hat der Shockspace dazu geschrieben, sowas gibt es leider nicht in der PE. Nein, selbst Skyblock hat nicht so funktioniert, wie ich es gerne haben wollte. Aber dazu kommen wir ja noch. So, dann hat der geschrieben, der Sarambo S4R4MBO, hat geschrieben bei Last Hero Tower Defense, Last Hope Heroes Tower Defense, Folge 2 von 3. Ich weiß gar nicht, warum habe ich auf den Spielnamen nicht stehen? Ich bin auch blöd. Naja, was soll's. Hat er geschrieben, ich kenne den Typen, der dir ein sehr gutes Intro machen wird, kostenlos. Klang sehr cooles Angebot, aber der Schox hat mir ein Intro gemacht. Vielleicht meinte er den Schox. Ich weiß es gar nicht mehr. Seit einer Weile benutze ich das intensiv, das Intro von Schox, wenn ich immer mal, also immer mal jedenfalls. Ich schneide es nicht jedes Mal davor, aber das kommt doch das eine oder andere Mal vor. Dann habe ich hier Kampfrauben Folge 1. Aristoteles Aulbach. Das sind auch wieder neue Namen. Sarambo und Aristoteles, auch neue Namen im Kanal. Spielst du es auf dem Handy? Ich bin schon im Dschungel, aber Level 3 ist verdammt schwer. Ja, ich habe es auf dem Handy gespielt und ich müsste wieder mal ein paar Folgen aufnehmen. Ich muss so vieles wieder mal aufnehmen, was ich angefangen habe. Also einfach, es ist irre, wie die Zeit sich entwickelt, wie das so weitergeht. Ich komme von Spiel zu Spiel zu Spiel zu Spiel. Und ich habe mir vorgenommen, ich will The Wolf Among Us weiterspielen. Ich will Republik weiterspielen. Was noch, weiß ich gar nicht. Aber so eine alten Sachen, die ich schon mal angefangen habe, vor ganz langer Zeit, wo ich heute eine ganz andere Tonqualität liefern könnte. Ich komme nicht dazu. The Wolf Among Us Episode 2 habe ich immer gehofft, dass es mal in Deutsch rauskommt. Das wird aber nie passieren. Aber es ist ja auch nicht so schwer zu verstehen. Na gut, was soll's. So, Niklas Tederan hat auch gefragt, darf ich mal mitspielen? Ja, natürlich, bei Nebulus. Hat er schon vor einem Monat gefragt. Ihr habt mich alle in der Liste drin. In der, hier, Dingensliste, in der ID-Liste. Was da passiert ist, bei Schocks ist gerade das Spiel abgestürzt. Warte, ich schneide das mal eben schnell raus. So, da bin ich wieder. Also ist rausgeschnitten.
Ja, also gerade eben ist das gewesen. Deswegen war ich ein bisschen durcheinander. Ich dachte gerade, hey, was abgestürzt hier, kann gar nicht sein. So, also vor einem Monat hat Niklas schon gefragt, ob er mal mit uns spielt. Kein Nebulus, und es hat einfach immer noch nicht geklappt. Ich bin da echt ein bisschen traurig deswegen, dass das so schwer funktioniert. Aber das ist halt das Problem. Ich habe gesehen, die Electric Avenue zum Beispiel hat letztens geschrieben, dass sie der Meinung ist, ihre Facebook-Seite könnte sie jetzt langsam löschen, weil ja keiner bei Facebook reinschaut. Ich habe gesagt, Mensch, es läuft doch sowieso automatisch mit, du leitest doch eh automatisch alles von Twitter dahin weiter, dann lass sie doch einfach stehen. Und das Ding ist, tatsächlich ist es so, man macht heute sehr viel mit Twitter. Man kündigt sehr viel bei Twitter an, weil ich kann nicht jedes Mal, wenn ich zum Beispiel jetzt Nebulus spielen will, einfach erstmal ein Video hochladen. Ich habe zwar mal eins bekommen von Danny, Danny hat mir mal ein Video gestellt, da einfach eins gemacht. Da schreibt er also rein, steht drin, Quitschewo spielt jetzt Nebulus oder so ähnlich. Ich könnte natürlich schon sagen, ich gebe dieses Video 17 Uhr frei, wenn ich 18 Uhr spielen will. Aber es ist dann einfach doch viel spontaner bei Twitter und leider, mir folgen ganz viele schon bei Twitter, das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Aber irgendwie, ja, das klappt irgendwie trotzdem immer nicht, schade ist das. So, Batman Folge 24, The Red Tiger 95, hallo, achso, hallo, ich bin auf der Suche nach YouTubern, die noch wachsen wollen und Kontakte knüpfen wollen. Er hat ein Projekt aus dem Go, habe ich mir mal angeschaut, ich habe das aber irgendwie, er hat mir diese Nachricht zweimal geschrieben, dreimal sogar, glaube ich, irgendwie habe ich dann, ach, gar nicht mehr drauf reagiert, weiß ich nicht. Ja, Android Shortplay Last Hope, Schock schreibt, cooles Video, das ist immer toll, dankeschön. Quidgy Talk 01, 1 Stunde und 40 Minuten frögte da Danny Winkler. Jetzt überlege ich gerade, wie war denn das? Konnte ich doch vor einem Monat schon gar nicht mehr. 1 Stunde 45? Ach so, ja genau. 1 Stunde 45 habe ich aufgenommen bei dieser Quidgy Talk 01 Folge und habe die aber dann auf 15 Minuten Folgen verteilt und dementsprechend, also wie ich schon mal erzählt hatte, es ist also wirklich so, dass ich habe es erzählt, in einem Video, was noch gar nicht offen, also draußen ist, weil ich selber so durcheinander bin. Ich habe aber mal irgendwo erzählt, ich werde es irgendwann nochmal erzählen. Ich spiele ja wirklich nur so viel, wie ihr hier an Folgen seht. Also ich bin jetzt keiner, der jeden Tag 5 Stunden zockt und dann aber nur 1 Stunde aufnimmt oder sowas. Sondern das, was ihr hier an Folgen seht, diese 15 Minuten dreimal am Tag, das ist auch das, was ich in Summe wirklich nur spiele. Ne? Und wenn ich da jetzt 1 Stunde 45 Nebulus aufnehme, dann reicht das für 6-7 Folgen, die ich dann eben über, kannst du sagen, fast 4 Wochen veröffentliche. Und dann erst nehme ich auch wieder auf. Oder also nicht viel vorher, nehme ich zumindest viel wieder auf. Das ist nicht viel, was ich spiele, wirklich nicht. Das, was ihr seht, ist eigentlich schon wirklich alles. Und da ist es wirklich so, ich spiele dann eben nur einmal Nebulus in 2-3 Wochen mal und dann halt für 1-2 Stunden. Letztens, die Aufnahme jetzt letzte Woche, Sonntag, war etwa eine Stunde. Da habe ich 4 Folgen draus gemacht, die kommen jetzt wieder über die nächsten Tage und dann nehme ich wieder auf. Und dann müssen wir mal gucken. Ich kenne euch wirklich, also ich fände es cool, wenn ihr mir auf Twitter folgt und dann eben auch, ich schreibe dann halt mal spontan rein, in einer Stunde geht's los. Und dann wäre es cool, wenn ihr das dann einfach lest und dann denkt, ach gut, zocke ich einfach mal mit. Ne? Aber wie gesagt, habe ich es schon so oft erzählt und viele von euch haben einfach kein Twitter und können auch kein Twitter haben und so. Das ist natürlich echt schwierig. Aber vielleicht sieht man sich ja mal zufällig irgendwann. So, dann. Sarambo hat mir auch geschrieben, er würde einen Banner für mich machen. Auch vor einem Monat schon. Wahrscheinlich ist es eingeschlafen, nehme ich jetzt mal an. Ich hätte es ja selber schon vergessen. So, Danny Winkler schrieb dann, Quitschewu, bei Nebulus gibt es seit heute Clans und da würde ich dich fragen, ob du in meinen Clan kommst. Anfrage steht schon. Das war noch ein bisschen buggy, aber das stimmt. Es gibt tatsächlich einen Nebulus-Clan, der heißt Quitscht-Fan, hat der Danny angelegt. Und da sind mittlerweile einige Leute drin. Wenn du auch noch mit dabei sein möchtest, schreib mal eine Anfrage einfach. Quitscht, also Q-U-I-D-S-C-H-T, Fan. Da kannst du mit rein, wenn du willst. So, bei Batman hatte ich ja Abstufe, also hatte ich ja Folgen als 21 bis 25 war ich nicht zu hören. Ab Folge 26 war ich wieder da. Danny hat sich nochmal erkundigt danach. Ja, war so. Heute ist es erstmal, im Moment ist es pausiert. So, hier ist Arambo. Bei Folge 71 Terraria hat er geschrieben. Mitten im Terraria-Let's Play erstmal aufgehört und Piano gespielt und hat ein lachendes Smiley gemacht. Ja, und ich erinnere mich, ich hatte es zu wieder vergessen. Ich erinnere mich,
Ich hatte einfach die Schnauze voll, abgestürzt, mitten im Kampf und so, da hatte ich die Fresse. Da hatte ich echt die Nase voll gehabt und habe einfach mal Piano Magic angespielt und habe ein kleines bisschen da gedaddelt. Einfach mal so in der Aufnahme. Das war cool, das hat mir Spaß gemacht. So, und abstürzen ist halt schon wirklich scheiße. Schreibt auch Schocks dann dazu. Es nervt auch. Ihr seht es halt auch in diesem Video hier. Es nervt ungemein andauernd diese Scheiße mit den Abstürzen. Corvolix schrieb bei Android Let's Play Game of Survival. So, mein lieber Quitschibu, wie versprochen kommt hier mein Feedback. Du quasselst wie ein Wasserfall. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Dann wird's nicht langweilig. Ton und Quali sind auch gut. Gibt's nichts zu meckern. Ich denke, die 1K-Marke hast du bald geknackt. Mach weiter so. Corvolix ist einer aus einer aus der Independent-YouTuber-Gruppe, bei der ich bei Facebook bin. Ich bin nur in dieser einen Gruppe noch. Weil alles andere ist, hat nur mit Spam zu tun, immer mit Videos gespammen und so weiter. Und die Gruppe, muss ich sagen, ist leider ein bisschen, naja, aus ihren Gleisen gesprungen. Es war also mal so, dass wir wirklich genau sowas gemacht haben, nicht? Wie Corvolix jetzt bei mir gemacht hat. Einfach mal reinschauen beim anderen, mal ein Feedback hinterlassen, sagen, hier kannst du dich verbessern und so weiter. Hat er also an der Stelle hier gemacht, was mir sehr gut gefallen hat jetzt. Und so war das am Anfang auch. Und heute mittlerweile ist das eine sehr zerstrittene Gruppe, wo ich immer denke, es wäre wahrscheinlich das Beste, wenn sich diese Facebook-Gruppe einfach löscht und die Leute, die zusammenhalten, eigene Wege gehen, meinetwegen auch gemeinsam eigene Gruppen. Ich zum Beispiel habe eine Facebook-Seite aufgemacht, wo ich Leute aus der Gruppe auf die Seite bringen wollte. Heute mittlerweile denke ich, das ist vielleicht doof. Ich sollte das vielleicht anders machen. Ich sollte da vielleicht Leute aus meiner eigenen Community auf diese Seite bringen. Das heißt quasi euch, wenn ihr eigene Kanäle habt, dass ihr jeden Tag ein Video auf diese Seite posten könnt. Das geht automatisch, da habe ich was dafür überlegt. Und vielleicht sollte ich es eher in die Richtung machen, dass ich quasi eine Quitschibu-Community-Fanseite mache, wo eben ihr als meine Zuschauer teil seid und eure Videos gepostet werden. Anstatt ich jetzt für eine Gruppe eine Seite baue, die sich selbst so zerstritten hat, dass auch keiner wirklich Lust hat, noch daran teilzunehmen. Also im Moment sind wir 10 Leute, ihr könnt die Seite sehen, die ist in meiner Kanalinfo verlinkt, heißt unabhängige YouTuber heißt die. Könnt ihr euch mal anschauen, da seht ihr also 10 verschiedene YouTuber, die aus dieser Gruppe sind, die da alle ganz verschiedene Videos machen. Ihr könnt die Facebook-Seite gerne liken, aber ich überlege im Moment, ob ich da nicht tatsächlich etwas umbaue und wieder ein paar Leute rausnehme, die da einfach scheinbar auch gar keine Lust haben mitzumachen und dass ich lieber euch reinnehme. Also jetzt sind wir angekommen beim Nebulus-Video, wie du siehst. So, also das ist meine Überlegung im Moment. Ich muss da mal sehen, wie ich dieses Projekt weitermache, denn ich finde es schade, wenn ich etwas aufmache für Leute, die dann aber kein Interesse haben. Ich würde dann, muss ich ehrlich sagen, dann hätte ich lieber Gamerübe mit drin, den Schocks mit drin, von mir aus sogar den Esra Kaimak mit drin, Minecraft mit drin oder ich habe heute gesehen, dass Hashtag Fire, Hashtag Soul selbst keine Videos macht, sondern wirklich eben zumindest nicht viele, aber dann hätte ich lieber euch mit da drin. Auch den Shadow Moon zum Beispiel, der auch Videos macht. Ich weiß nicht, er hat letztes Jahr wieder den Kanal aufgeben. Mal gucken, weiß ich noch nicht so genau. Aber vielleicht dann wirklich euch auf dieser Seite haben und nicht Leute, die diesen Scheiß interessiert. Also das ist dann, muss ich ehrlich sagen, da ärgert man sich einfach selbst auch dann drüber. Ne? Allein schon, dass sie da auf dieser Seite, das ist eine Community-Seite, wo 10 Leute ihre Videos posten und ich bin der Einzige, der die Seite bewirbt. Und das ist halt natürlich schon schade. Die anderen könnten sagen, guck mal hier Leute, da gibt's eine Seite, da sind wir 10 Leute, aber es interessiert halt einfach niemanden, außer mich, und das ist schade. So, dann lieber, wie gesagt, Community, aber ist egal. Ich überlege mir sowas nochmal später. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, was ihr von der Idee haltet. Wer einfach nicht bis hierhin geguckt hat, der ist auch Teil der Community, denke ich mal. So, jetzt hier, Alexander Klimtschuk hat mir geschrieben, als ich Minecraft angefangen habe, hol dir doch die Beta für 0.1.2, also für 0.12, weil ich habe damals mit 0.11 angefangen, ich habe es gekauft im Play Store, habe das, und jetzt bin ich auch Beta-Tester, habe heute ein Update bekommen für die 0.12.2, mal gucken, was da besser geworden ist. Habe übrigens auch ein Update installiert für Redstone, was ihr also sehen werdet, ich habe ein Redstone Power, ich weiß gar nicht, Power Support oder wie ähnlich, wie das Mod heißt, das werde ich also dann auch verlinken in der Videobeschreibung von Minecraft. Da könnt ihr dann sehen, wie man mit Redstone, da kann man also dann Knöpfe bauen, Hebel bauen und Verbindungen bauen. Das wird cool. So, gleich ist das Video zu Ende.
Einen können wir vielleicht noch machen, und zwar nehmen wir da nochmal, der Triple X hat auch zu Minecraft Folge 1 geschrieben, kleiner Tipp, schau mal in den Plays auf meinem Kanal, da gibt es welche zu MCPE-Tipps, und dort habe ich zum Beispiel bei ihm auch die Cobblestone-Generator-Variante gefunden, die ich dann benutzt habe. Dann noch Baumo bei Tiefrik, hey Quitschibu, ich habe einen Server, willst du mal drauf mit mir spielen? Hat bis heute nicht funktioniert. Gut, danke fürs Zuschauen, tschüss!